Mike, servus, grüß dich, liebe Zuschauer, grüß euch, Salongespräch. Thomas, sehr herzlich gegrüßt. Heute sehr elegant in Blüten. Danke, ja, kann ich kurz sagen, liebe Zuschauer, den seht ihr kaum in meinem Studio, weil der farblich nicht mit dem Hut harmoniert. Modig, fein, der Mann, kultiviert. So, die Zuschauer darf ich nicht vergessen. Also einen herzlichen Gruß, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt am Anfang, ganz kurz wolltest du erwähnen, es kommen, seitdem wir, beziehungsweise Mike, hier mit dem Seminar, das hier auch im Salongespräch bekannt gegeben hat, gibt es da mehr Anfragen, mehr Interesse? Freut mich sehr, ja. An der Stelle möchte ich das nur noch mal betonen. Da sind jetzt einige Anfragen, wo ich in Kontakt bin. Da hat sich noch nichts Konkretes ergeben, weil das ist... Klar, das muss man erstmal im Detail durchsprechen, aber es gibt die Möglichkeiten eben auch außerhalb von Berlin, das eine oder andere Seminar durchzuführen. Das wollte ich nur erwähnt haben, weil es Anfragen gibt von Menschen, die sagen, macht ihr das auch woanders? Und die Möglichkeiten kristallisieren sich jetzt raus. Weiterhin Menschen, die da Interesse haben, in Zusammenarbeit mit uns ein Seminar zu veranstalten, gerne immer melden. Kontaktadresse ist über meine über meine Website. Über Kontakte und dann kann man alles weitere besprechen. Das ja, nur noch, das ist auch vielleicht, war auch deswegen wichtig, damit das mal kommuniziert wird, dass es eben auch woanders sein kann. Genau. Und nicht immer in Berlin alles konzentriert sein muss. Ja, Mike, USA, das wollen wir jetzt hier, liebe Zuschauer, nicht zum Großthema machen der heutigen Ausgabe, aber ein bisschen ansprechen kann man es ja. Muss man schon. Es ist nichts klar. Also Stand heute, Donnerstag, es gibt noch kein endgültiges Ergebnis. Es wird erzählt, es kann bis Weihnachten dauern, ja, was auch schon wieder. Wir wollen hier keine Vermutungen wieder in den Raum stellen. Es gibt Meldungen aus da und da, irgendwelche Malmaschinen und so weiter und so fort. Ja. So wie es aussieht, haben die Republikaner zwar nicht so überwältigend gewonnen, wie es vorausgesagt wurde, aber irgendwie haben das Repräsentantenhaus wahrscheinlich sicher, das kann man glaube ich heute sagen, es geht nur um den Senat. Aber ich will nur noch mal sagen, also irgendwie, wenn man sich erinnert, vielleicht kannst du dich auch erinnern, ich glaube, das war bei jeder Präsidentschaft so, egal ob es ein Demokrat oder Republikaner war, die Midterms haben die immer verloren, ja, irgendwie. Und danach hieß es, oder davor hieß es, wenn er das verliert, dann ist es nur noch ein lame duck, dann kann er gar nichts mehr machen. Und zwei Wochen später war das vergessen und es ging einfach weiter, ja, irgendwie, oder? Vom Gefühl her. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Obama oder Trump danach dann gar nichts mehr machen konnten. Thomas, ich glaube, wir beide sind uns ja einig, dass das alles eine Regie hat, die hinter den Kulissen läuft. Wo wir immer beide miteinander hier im Gespräch sind, ist ja die Frage, die ich immer im Raum stelle, sind es schon die Guten oder sind es noch nicht die Guten, die da die Regie führen? Das kann keiner von uns mit Bestimmtheit sagen. Ich habe meine Sichtweise schon oft genug erklärt. Für mich ist der Übergang der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in eine andere Welt insoweit, dass man von anderen Paradigmen sprechen kann, ganz offensichtlich sichtbar. Die Wahlen gehören natürlich extrem dazu, weil klar, die amerikanische Wahl des Präsidenten ist extrem entscheidend nachher, wenn da wirklich gute Kräfte am Werkeln sind, die sich dann irgendwann mal wirklich positionieren sollten. Ja. Dann hat das Auswirkungen natürlich auch auf Europa ganz extrem und den Rest der Welt, weil dann gewisse Dinge klar zu erkennen sein werden, das ist meine Sicht, dass der sogenannte Deep State dann nicht mehr die Fäden in der Hand hat. Aber solange das nicht wirklich de facto passiert, sind das alles Spekulationen. Was Eindeutiges, ja, was vollkommen klar ist, dass das... sind alles Spekulationen, die wir hier anstellen können, davon halte ich mich fern. Es ist nur, was man offensichtlich sehen kann, ist das, was berichtet wird aus dem Mainstream. Und der stellt sich ja auch weiterhin als verrückt dar, ja, wenn man hört, dass die Wahlergebnisse unter Umständen bis Weihnachten die Auszählung brauchen können. Das wird ja im Mainstream sogar erklärt, das wird von den noch amtierenden Präsidenten erklärt. Also ich meine, allein wenn man sich das vor Augen hält,
dann weiß man doch schon, dass es wieder nur ein Film sein kann, den man da sieht, ohne zu wissen, wer ist wirklich der Regisseur. Also, für mich ist die Wahl im Moment nichts Außergewöhnliches, was da geschehen ist. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass da jetzt gleich was kippen wird. Ja. Heißt aber nicht, dass es nicht hätte passieren können, wenn es gewollt gewesen wäre. Auch da kann man aus der Sicht ein paar Tage oder Wochen zurück, hätte ich da auch keine Prognose abgegeben, weil man es nicht weiß. Mhm. Also ich glaube, wir haben nur die Chance, weiter zu sehen, die Dinge zu beobachten, unsere Souveränität zu schärfen, miteinander in Korrespondenz zu sein, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst und immer weiter versucht, daran zu arbeiten, sich dem System so gut man kann zu widersetzen, indem man verneint, indem man Dinge nicht mehr tut, nicht mehr mit dem System konform ist, das deutlich zur Sprache bringt, auch im Umfeld. Mhm. Damit meine ich nicht, dass man andere belehrt und sagt, du musst so denken wie ich, aber seine Meinung kundtut. Weil ich glaube, dass es schon eine ganze Menge von denen gibt, die das auch erkennen, aber sich nicht trauen, die eigene Meinung preiszugeben. Weil das ist ein gravierender Unterschied nachher, der den Beschleunigungsprozess einer Umkehr im Denken extrem motivieren kann. Denn wenn du als jemand, der noch voll in dem System drin hängt, dann doch von Menschen, von denen du eigentlich bisher immer das gehört, unterstützend gehört hast, dass deine Meinung unterstützt ist, dann doch einer mal von denen dann seine Meinung sagt, einfach seine Meinung sagt, das, wie er das sieht, wie er denkt, dann hat man für denjenigen auch wieder einen Ansatzpunkt, der sich dann fragt, ja Moment, der kippt jetzt auf einmal mit seiner Meinung und dann habe ich nochmal von dem gehört, der kippt auf einmal mit seiner Meinung. Das hat mehr Wirkung, als wenn du das aus irgendwelchen Kanälen hörst, wo du keinen Bezug zu hast. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat einen ganz anderen Effekt, ja, genau. Weil das auch ermutigend wirkt auf denjenigen, der das hört. Ach, der sie an, ja, genau. Irgendwie so. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich glaube wahrzunehmen bei den einen oder anderen, der sich jetzt traut, das zu sagen, was er vorher schon dachte, aber sich nicht getraut hat zu sagen. Auch da bezüglich dessen, wie man mit dem Deutschen grundsätzlich umgeht. Also die Grundsätzlichkeit des ewigen, die Last tragen aus vergangener Zeit zu sagen, ohne die Zeit im Ganzen zu verleugnen, einfach zu sagen, Moment mal, ich bin nicht mehr bereit, die Last zu tragen. Die ist jetzt schon mehrfach getilgt. Andere Nationen haben ähnliche Lasten auf sich getragen über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Irgendwann ist die Schulter auch getilgt. Und da redet auch keiner mehr drüber, bis hin zum Vatikan, bis hin zur römisch-katholischen Kirche, die Millionen von Menschen getötet haben, weil sie einen anderen Glauben haben. Nicht mal, weil sie angegriffen wurden, sondern nur, weil sie einen anderen Glauben haben. Verbrannt, Frauen, Kinder, Männer, da muss ich nicht alles erzählen, kann man recherchieren, weiß der eine oder andere auch. Die Kreuzzüge und so weiter. Genau, also warum soll jetzt rein der Deutsche immer nur dastehen und sagen, ja, die Schuld, die wir hatten, die ist endlos, die kannst du nie tilgen. Das ist doch eine logische Frage einfach. Ja? Richtig. Und die traut sich in vielen Fällen keiner wirklich zur Diskussion zu stellen, weil er dann wieder sofort in die Ecke gestellt wird als der oder der oder der. Und dabei ist es nur eine Meinung, die man vertritt. Kann doch der andere eine andere Meinung behalten. Heißt doch nicht, dass ich sage, wenn du nicht so denkst wie ich, dann bist du der Bösewicht. Ich sage nur meine Meinung. Und die muss man sagen können. Vor allen Dingen, wenn es heißt, wir leben in einer Demokratie. Wo ich ja immer betone, für mich ist das der Begriff Demokratie nur ein Begriff, was wirklich in diesem Wort drinsteckt. Und wie es praktiziert wird, sind zwei ganz andere Geschichten. Also jemand zu sagen, Demokratie ist was Schönes, aber nicht detailliert erklärt, was er unter Demokratie versteht. Was es eigentlich genau ist. Wie weit geht es? Wo fängt die Demokratie an und wo hört sie auf? Kann eine Demokratie überhaupt anfangen und aufhören? Oder bedeutet Demokratie kein Anfang, kein Ende? Im Sinne von Verboten und Gebote, die jemand stellt und sagt, ja, das ist mein Konstrukt Demokratie, also darfst du das, das darfst du nicht. Das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Wäre für mich, nach meiner Interpretation, keine Demokratie. Demokratie bedeutet für mich, ich darf das sagen und ich darf das sagen. Ich darf das Schlimmste sagen, ich darf das Beste sagen, ich darf alles sagen.
Die Frage ist, was ich tue. Tue ich etwas einem anderen an, indem ich sage, das ist meine Meinung, dann ist das für mich in der Demokratie, damit habe ich jemand noch nichts getan. Sage ich aber jemand, ich wünsche dir den Tod, ja, und dann nehme ich die Pistole und erschieße ihn, das ist eine ganz andere Geschichte. Dann geht es für mich nicht mehr um Demokratie, sondern einfach nur um logische, klare Fakten. Das heißt, ich habe Schuld auf mich geladen. Ja. Wenn ich aber sage, ich wünsche dir den Tod, dann kann jemand sagen, oh, das ist ja ein böser Mensch. Aber ich habe dir de facto noch nichts getan. Ja, jetzt kannst du zu mir sagen, ja, das wünschst du mir auch, dann ist das deine Gegenwehr als Beispiel. Mhm. Oder du lässt dich tot und sagst, naja, wenn es wünscht, ich wünsche mir was anderes, wünsch dir mal, was du willst, dann lass uns mal das Thema hier beenden. Ja, das ist für mich, wie gesagt, da kann man eine Diskussion draus machen, das ist ja auch gut. Weil auch das gehört für mich zur Demokratie, so wie ich Demokratie definiere, dass man diskutiert. Eine Diskussion bedeutet nicht kämpfen. Eine Diskussion bedeutet, ich habe eine andere Meinung, also diskutieren wir darüber. These, Antithese und vielleicht bilden wir beide zusammen eine Synthese, vielleicht auch nicht. Vielleicht bleiben beide Thesen da und jeder geht nach Hause mit seiner Meinung. Genau. Mhm. Aber jede Entwicklung in der Menschheit basiert immer darauf, dass Meinungen unterschiedlicher Natur aufeinandertreffen. Und dann ist der eine dabei zu forschen und der andere bleibt bestehen mit dem, was er da hat. Und sagt, nee, nee, das ist das Alte, das ist gut, das rühre ich nicht an. Derjenige, der aber sagt, Moment, das will ich mal erforschen, das ist doch der, der überhaupt die Möglichkeit bietet für Neues. Sonst kann der Mensch nichts Neues erfahren. Also bedeutet auch jede Sache, welche immer sie auch im Detail ist, ist es der Begriff Demokratie, ist es der Begriff Wissenschaft oder was auch immer, bedarf doch immer wieder eines Hinterfragens. Sich selber zu hinterfragen, stehe ich noch zu dem, was ich gestern gesagt habe? Hat sich in meinem Inneren etwas gewandelt? Mhm. Hat sich mein Bewusstsein gewandelt? Sehe ich die Dinge heute anders? Oder hat sich im Äußeren was gewandelt, was ich nicht gesehen hatte? Ja. Alles. Ja. Du kannst jetzt alles darauf beziehen. Weil ich meine, das ist natürlich wirklich, da wird natürlich unter der, sage ich mal, Überschrift, die du gerade genannt hast, wird natürlich das, liebe Zuschauer, auch vom Wieler damals, dem RKI-Chef, es darf niemals hinterfragt werden, wird natürlich noch krasser. Ja. Also als Befehl, Tagesbefehl. Ja. Thomas, wenn man zum Beispiel jetzt mal alle solche Aussagen, wie du jetzt eine genommen hast aus dem Sortiment der Irrsinnsaussagen, wenn man sich die mal aufschreiben würde, dann würde man feststellen, dass man alleine in den letzten Jahren mal ein Buch damit füllen kann. Mit Aussagen, wo es heißt, ja, wir dürfen nicht mehr rational denken. Jetzt ist eine Zeit gekommen, wo wir es nicht mehr in Frage stellen dürfen und nicht mehr rational eine Sache hinterfragen. Und Glauben, ja, eine Glaubensfrage geworden. Ja, ja, ist doch das sind doch Aussagen aus der Politik. Ja. Das ist doch ein kompletter Wahnsinn. Ich meine, da können wir jetzt so viele Themen auch in den letzten Tagen über Katar, Fußballweltmeisterschaft ist ein aktuelles Thema. Da wird eine Weltmeisterschaft über Jahre geplant und jetzt fängt ein Teil von Politik und von Journalisten an zu sagen, ja, um Gottes Willen, da ist Homosexualität unter Pranger und das können wir doch nicht machen. Trotzdem, parallel hörst du im ZDF Sport, ah, wunderbar, in 14 Tagen geht's los. Wir haben 200 Korrespondenten, sind schon dann angekommen. Dann habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, das will ich hier nicht als Propaganda verspritzen, weil ich weiß es nicht, ich erwähne es nur, angeblich darf man da nicht klatschen und feiern, wenn ein Tor fällt, aber vielleicht... Habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja. Vielleicht ist das auch Blödsinn, was ich da gehört habe. Das zeigt dann wahrscheinlich auch manche Blüten dann, ja, die da gemeldet werden. Okay, ja. Lass uns das einfach hinten ranstellen. Wir sehen aber doch prinzipiell, sehen wir doch den Irrsinn. Ja. Und das erklären wir ja fast in jedem Salongespräch, wie wir die Dinge glauben zu sehen. Und immer mehr Zuschauer und Zuhörer haben das für sich erkannt. Oder erkennen es jetzt. Und es werden mehr und mehr und mehr. Und dieser Irrsinn, der da kontinuierlich uns vielleicht so schon tangiert, dass wir sagen, um Gottes Willen, warum ist denn nicht schon die Revolution? Warum sind denn nicht schon von Massen auf der Straße und so weiter, ja. Von 100% vielleicht 75 oder sogar 80% auf der Straße und sagen, Schluss mit ihrem System. Es nutzt auch nichts, wenn da mal eine Politikerin aus der AfD oder Politiker aus der AfD mal Stellung bezieht und ein paar vernünftige Sachen ausspricht, Tacheles ausspricht, auch das jetzt tut, das hätte passieren müssen, als es facto geschehen ist.
da, wo diese Irrsinnsmaßnahmen protagoniert nach außen getragen wurden. Man muss schon fast dankbar sein, dass überhaupt noch jetzt irgendwann was kommt. Darüber bin ich nicht dankbar, weil das ist für mich ein klares Bild, dass das auch nur eine Geplänkelgeschichte ist. Auch wenn da Tacheles gesagt wurde, den einen Punkt, den man da hervorhebt. Damit hätte man aber nicht die ganze Sache besprochen, sondern da hat man wieder nur einen Punkt, der jetzt in der jetzigen Zeit bei immer mehr Menschen aufstößt. Weil dieses Problem mit den Nachwirkungen der Impfung ist doch jetzt im Mainstream unterwegs. Damit profiliere ich mich doch als Politiker, wenn ich darauf eingehe und ziehe all die zu mir, die das mittlerweile verstehen. Das ist doch wieder ein Balanceakt. Das ist doch nicht das, wovon ich spreche, Thomas. Wovon ich spreche ist, wenn es Politiker geben würde, egal in der AfD oder wo auch immer, die wirklich tachless das tun, was sie tun sollten, wenn sie ein Volk, Wähler vertreten, ein Volk vertreten, für die Menschen da sind, egal ob es jetzt AfD-Wähler, CDU-Wähler, für jemand, der in einer Partei ist, muss der Mensch entscheidend sein. Und nicht sich fragen, ja, bist du ein Wähler von meiner Partei oder bist du ein Wähler von denen? Dich will ich schützen als Menschen. Dich will ich vor Korruption schützen. Wenn ich ein Politiker wäre, der wirklich für das Volk da ist, dann ist das überparteilich für mich. Dann gibt es keine Entscheidungsfrage. Deswegen ist es auch so verwerflich, was die Baerbock gesagt hat, egal was meine Wähler, also sie hatte nicht mal ihre Wähler dann noch, Ukraine helfen wir, egal was meine Wähler denken. Also die anderen kommen ja gar nicht mehr vor. Ja? Das ist noch ein kleines Entree obendrauf, so ein Bonbon. Ja, genau. Aber worauf ich hinaus will, Thomas, ist die Grundsätzlichkeit, das Absolute und nicht dieses Geplänkel. Das Absolute bedeutet... Ja, ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt vielleicht? Vielleicht sind wir da jetzt ungerecht, weil ich meine, dann gibt es vielleicht momentan in der Phase, in der wir sind, ist es noch nicht möglich. Alles ist möglich. Ja, das auszusprechen, aber was ist danach für den oder diejenige? Genau, ja. Was ist danach? Und was ist danach? Das ist es ja. Das fragen sich doch alle. Darum ändert sich ja nichts. Genau. Wenn du das als Realität für dich nimmst und sagst, ja, ich habe Verständnis dafür, weil dann sagt er sich ja, was ist danach mit mir? Dann unterstützt du doch das System wieder. Das ist doch die Denkblase, in der die meisten Menschen drinstecken. Und deswegen wird da nichts kommen. Warum sagen sie nicht zu ihrem Chef, nein, ich trage keine Maske? Nein, ich mache das nicht. Naja, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen. Warum sagt der Politiker das und warum sagt der Arzt das und warum sagt der Busfahrer das? Und dann siehst du trotzdem an Beispielen wie ein Busfahrer, der dann auf einmal sagt, es ist mir egal, ob ich meinen Job verliere. In meinem Bus steigt keiner mit Maske gezwungenermaßen ein, nur wenn er es will. Aber jeder, der sie nicht tragen will, der kann hier gerne rein ohne. Weil es ist nur ein Staubfänger, der beschützt dich nicht vor Viren. Das ist doch mittlerweile sogar in den Mainstream angekommen. Das war ja früher Verschwörungstheorie. Das ist doch jetzt in den Mainstream angekommen. Wenn ich mich dann als Politiker hinstelle und sage, ja, die Maskenpflicht war eine Schweinerei, da habe ich ja schon 80% der Menschen auf meiner Seite, die davon jetzt mittlerweile verstanden haben, dass es so ist. Und dann stelle ich mich gegen die anderen und stelle mich hin, als wenn ich jetzt der super Typ bin, der den anderen jetzt hilft. Das ist doch schon immer so gewesen. Es gibt aber noch ein anderes Beispiel dafür, gleiches Thema. Wir hatten gerade letzte Woche über diese Amerikanerin gesprochen mit der Amnestie. Und jetzt kommt der Spahn, unser ehemaliger Gesundheitsminister, mit einem Buch raus, Titel Wir haben uns einander viel zu verzeihen. Das war ja sein Spruch schon vor ein paar Monaten. Wann war das? Vor einem Jahr oder was? Im Bundestag? Also ich habe spontan, als ich den Buchtitel gelesen habe, dachte mir, okay, da stand damals schon der Buchtitel fest von dem Buch. Ja. Und das hat er damals, weil es war auch ohne Not letztendlich gesagt im Bundestag, worauf ich hinaus will. Angeblich jemand, der das Buch gelesen hat, der sagt, was man ihm verzeihen müsste, wäre, dass er das Haus gekauft hat, dass er, also Belanglosigkeiten letztendlich, also die richtigen harten Maßnahmen, die sieht er immer noch als notwendig. Worauf ich hinaus will,
Wird da vielleicht versucht, die Leute ein bisschen einzuhegen und zu sagen, naja, seht mir her, sie haben ja irgendwo ein Einsehen, dass das alles jetzt nicht so super toll war. Das ist doch offensichtlich. Das ist für mich so. Ja, aber es ist so billig. Aber das ist doch nicht erst jetzt so. Ja, aber dass sie immer noch damit so gut durchkommen. Das ist wieder eine andere Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass sie es so machen. Sie machen es einfach schon immer so. Das ist doch nur das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Deutlicher zu sehen. Nochmal zurück. Worauf ich hinaus will, ist ein absolutes Denken und nicht ein Puzzle-Denken. Ein absolutes Denken bedeutet, du trittst von dem Bild zurück und siehst nicht nur ein paar Pixel, sondern du gehst so weit zurück, bis du erkennst, ah, das ist ja ein Bild. Das ist ja nicht nur Pixel. Keine Punkte nur, ja, ja. Mhm. Und darum geht es in allen Dingen. Also Politik, wie wir sie kennen, wie sie uns seit Jahrzehnten vorgemacht wird, ist Heuchelei, Lügerei. Und der Mensch, der das noch nicht verstanden hat, der will es scheinbar nicht verstehen. Genau. Weil es ist viel zu offensichtlich, dass man es nicht verstehen kann. Ich betone nochmal, jeder, der den Film gesehen hat, Matrix 1, der erste Teil, da gibt es den Punkt, wo Morpheus den Auserwählten von Keanu Reeves gespielt, Neo, sagt, jeder, der noch in der Matrix angekoppelt ist, ist ein potenzieller Feind. Du musst denjenigen erst von der Matrix entkoppelt haben, damit du weißt, dass er nicht mehr dein Feind ist, sondern mit dir mitgeht. Und er sagt noch was. Normalerweise holen sie keinen aus der Matrix raus, der schon ein gewisses Alter überschritten hat. Weil umso länger jemand in der Matrix drin ist, umso schwieriger ist es, ihn aus der Matrix rauszuholen. Das ist ein Dokumentarfilm. Mhm. Aus meiner Sicht betrachtet ist das kein Spielfilm, sondern es ist ein Dokumentarfilm, der als Spielfilm verpackt ist. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, sollten wir doch wenigstens das begriffen haben. Wenn du an der Tankstelle tankst, dann ist es doch simpel zu hinterfragen und zu wissen, dass der Betrag, den du gerade zahlst, zu 2/3 aus Steuern besteht. Egal, ob der Betrag jetzt um 50% reduziert wird oder um 50% erhöht wird, die Rechnung bleibt immer 2/3 Steuer. Also bräuchte man nur die Steuer rausnehmen. Wenn du die ganzen Energiekosten nimmst, da ist ein großer Teil Steuern drin. Wenn du verstehst, dass alles, was du in deinem Leben einnimmst, dadurch, dass du arbeitest an Geld, dir in circa 60-70% durch Steuern wieder weggenommen wird, inklusive der Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und all anderen Steuern, die du noch zahlst. Abgaben und so weiter. In Deutschland gibt es alleine 45 oder mehr verschiedene Steuern. Wir sind das Land mit der meisten Steuerbelastung. Wenn du das aber nicht hinterfragst, dann hast du gar nicht verstanden, dass man dich ständig beraubt. Wenn du nicht kalkulieren kannst und dich fragst, wenn so und so viele Millionen Menschen so und so viel Geld jeden Monat an Steuern zahlen, was das nachher im Jahrespotenzial ausmacht, da könntest du mehrere Länder mit aufbauen. Mit dem einen Potenzial an Steuern, die die Bevölkerung zahlt. Das hinterfragen aber viele überhaupt erst gar nicht, sondern für die ist das völlig normal. Die Frage ist, warum die Infrastruktur so desolat ist und all diese Dinge so, sagen wir mal, schlecht vorhanden sind, die im Rahmen der Rückführung der Steuer den Bürger ja wieder zurückfließen sollte. Genau, doch das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn. Ja. Eine Steuer ist ja nicht dafür da gedacht im Ursprung, dass damit, oder besser gesagt, so wurde es uns verkauft, dass das nachher dafür da ist, dass wir andere Länder finanzieren, dass wir Gelder irgendwo hin transformieren, sondern dass es wieder zurückfließt in die Bevölkerung. Genau. Das tut es ja nicht. Genau. Das tut es zu so einem geringen Anteil, dass es alles Raub ist. Früher gab es die Raubritter. Mhm. Die haben dir gesagt, wenn du über die Brücke dahin willst, dann hast du hier zu zahlen. Oder wenn du da rein willst, dann musst du hier zahlen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Aber wenn ich das ausspreche und jemand, der noch in der Matrix gefangen ist, dann hört er das und sagt, na, was ist denn mit dem los? Wo kommt der denn her? Was erzählt der denn hier für Geschichten?
Der Mensch muss das begreifen, sonst kommst du nicht in eine neue Welt. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, oder besser gesagt, du kannst dich hinstellen und sagen, aber aus meiner Sicht wird es nichts bringen, wenn du sagst, ja, und diese Maßnahmen sollen endlich vorbei sein und das soll wieder vorbei sein und danach bin ich wieder in 2019 und dann ist alles wieder schön, dann kostet das Benzin nicht mehr 2 Euro, sondern 1,30 Euro, immer noch mit 2/3 Steuern, immer noch im gesamten Bild viel zu viel, weil normalerweise dürfte ein Liter Benzin kosten dem Verbraucher inklusive Steuern 20 oder 30 Cent. Und dein Essen im Supermarkt müsste normalerweise um 100% reduziert werden von dem, was es jetzt hat. Ja? Also die Hälfte kosten. Das sind alles Größenordnungen, wenn du begreifst, dass du die Steuern rausnimmst. Weil die Mehrwertsteuer, diese ganzen Steuern, die sind nicht mehr wert für dich. Dadurch wird das Essen hat nicht mehr Wert. Genau. Wenn du ein Auto oder sonst irgendwas kaufst, die Mehrwertsteuer, die gibt dir nicht mehr Wert, sondern das fließt wieder dahin, das wird doch abgezwackt. Du hast null. Und wenn die Menschen das Geldsystem nicht verstanden haben, ja, ich will noch mal ganz kurz an einen Punkt gehen. Das Geldsystem, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass Zinseszins oder Zins grundsätzlich schon dazu führt, dass es nie funktionieren kann für denjenigen, der glaubt, dass er mit dem Geld, was er von der Bank hat, was er von der Bank bekommt, für sich so wirtschaften kann, dass er nicht verschuldet bleibt. Das können nur die, die in dem Unternehmen dieser Weltwirtschaft große Unternehmen anfangen zu leiten und in diesen Unternehmen dann die Arbeiter so bezahlen, dass der Profit so weit den Arbeitslohn übersteigt, dass sie immer reicher werden. Weil die Bezahlung am Einzelnen für seine Leistung müsste proportional steigen im Verhältnis zum Umsatz. Das passiert aber nicht, sondern der Umsatz und die Renditen steigen, aber der normale Durchschnittslohn nicht. Das ist noch nie geschehen, dann gibt es 3% von der Gewerkschaft und dann freuen sich alle. Ja. Dabei müsste es 50-60% teilweise geben, aber das passiert nicht. Und da die Unternehmen schon lange nicht mehr auch geführt werden von Unternehmern, zumindest die großen Unternehmen, sondern von CEOs. Ein CEO ist kein Unternehmer. Das ist ein Administrator, der führt diese Firmen immer mit dem Vorwand, ja, ich muss meinen Aktionären gerecht werden. Da geht es nicht um die Mitarbeiter, da geht es um die Aktionäre. Und die Aktionäre, die Kleinaktionäre, die kriegen auch nie was vom Kuchen ab, sondern nur die Großaktionäre. Und das sind wieder die wirklich die Konzerne besitzen. Der CEO kriegt seine paar Millionen Gehalt jeden Monat, jedes Jahr und kommt danach von der Firma in die Firma, egal ob eine Firma untergeht, weil er macht ja das, was sie wollen. Die lassen Firmen untergehen oder auch nicht, weil sie keinen Bezug dazu haben. Genau. Wenn du ein Familienunternehmen hast oder du bist Unternehmer, hast dein eigenes Unternehmen, dann hast du da mehr Herzblut drin. Dann gehst du auch anders mit deinen Mitarbeitern um, aber doch nicht in den konzernpolitisch organisierten Konzepten. Ja. Und die Konzerne setzen sich ja in die Filialen von Supermarktketten etc. durch. Das zieht ja alles damit rein. Diese Franchising-Unternehmen, ja, dann, wenn du da ein Burger King oder sonst irgendeine Filiale hast, dann musst du die Tantiemen da weiterzahlen. Und du musst die Ware von denen abnehmen. Und du bist praktisch auch sowas wie ein CEO, aber kein Unternehmer in dem Sinne. Ja, richtig. Das ist das Konzept, das läuft schon die ganze Zeit so. Und jetzt gebe ich mal eine Denkaufgabe für uns alle. Die kann jeder für sich mal kurz überdenken, nicht in dem Moment, aber vielleicht später. Nehmt doch mal Folgendes an, das Geldsystem schlechthin. Nehmen wir mal an, es würde auf vernünftige Art und Weise installiert werden. Dazu muss das andere erstmal weg sein. Weil das alte Geldsystem hat sich ja aus anderen Systemen entwickelt und wurde immer perfider. Früher hat man getauscht und aus dem Tausch wurde dann mit Münzen, Goldmünzen, Silbermünzen, Bronzemünzen die Möglichkeit, die dann jeder König, jedes Reich für sich gestanzt haben. Und wenn, genau. Wenn du da selber was gestanzt hast, dann warst du Todesstrafe. Ja, hat man dich geköpft oder sonst wohin gesteckt. So, wenn also Geld im Umlauf ist, dann muss es ja erstmal irgendwo herkommen.
Also, nehmen wir mal an, du hast ein Land, nehmen wir Deutschland, und du hast die Deutsche Zentralbank, die druckt jetzt die D-Mark. Dann ist dieses Geld dafür da, den Menschen die Möglichkeit zu geben, anstelle von Tauschen gegen Arbeitsleistung oder Produkt gegen Produkt oder Produkt gegen Arbeit, das in Geld umzuwandeln. Also muss doch das jeweilige Land erstmal der Bevölkerung Geld geben. Weil sonst können sie ja nicht handeln. Ja, und aber auch das Gefühl und das Vertrauen geben. Moment, das ist was anderes. Erstmal nur Fakt. Geld geben. Wenn sie kein Geld haben, können sie nicht tauschen. Okay, wenn ganz es einfach nicht vorhanden ist, ja, okay. Ja, ja, ganz simpel. Ja. Jetzt sagt die Bank, okay, wir haben jetzt hier, um das klein und simpel zu halten, wir haben jetzt hier 100 Menschen. Ja? Und jeder kriegt 100 Euro. Mhm. Dann hast du in dem Moment ein gewisses Potenzial an Geld rausgegeben, aber das Geld kriegen sie ja nicht umsonst, sondern das müssen sie ja wieder zurückgeben. Wenn sie jetzt Zinsen fordern würden, ist schon das Problem da, dass sie das Geld nie zurückzahlen können, weil die Zinsen sind ja nicht da. Muss was herkommen. Ja, genau, die müssen ja dann von der Bank wieder neues neu Geld gedruckt werden, du praktisch mit dem neuen Geld fast, bist du aber weiter verschuldet. Du kommst also aus dem Schuldenkreis darauf nicht raus. Also dürften Zinsen schon mal gar nicht da sein. Zinsen ist schon mal von vornherein das, was alles kaputt macht. Mhm. Aber, Denkaufgabe, jetzt hat jeder von der Bevölkerung die gleiche Summe und kann jetzt damit Handel treiben oder er ist Angestellter und verdient sein Geld. Da muss ja derjenige, der Unternehmer, der muss ja auch Geld haben, um den anderen zu bezahlen. Jetzt geht der zur Bank und sagt, ich habe hier eine Idee. Ich will ein Unternehmen gründen, das und das und das und das. Und jetzt kriegt er eine Summe X, damit dieses Unternehmen gegründet werden kann. Jetzt hat er Ware, die er produziert, mit Mitarbeitern, die dafür auch Geld bekommen. Du brauchst natürlich auch Menschen, die diese Ware kaufen. Mhm. Das sind aber auch nur diese 100 in dem Land. Jetzt müssen sie mit dem erwirtschafteten Geld die Ware kaufen. Jetzt ist aber der Kreislauf der, dass wenn du mehr Ware produzieren willst, also dein Volumen erhöhen willst, dann brauchst du entweder Menschen, die mehr Geld haben, oder du brauchst mehr Menschen. Mhm. Mhm. Also müsstest du jetzt exportieren. Dann hättest du wieder die Möglichkeit, mit den Unternehmen mehr zu erwirtschaften. Und da stellt sich schon wieder die Frage, wenn der Unternehmer freundlich ist, lässt er den Mitarbeiter proportional mitverdienen. Wenn er aber gierig ist, dann wird der Mitarbeiter nicht unbedingt mehr verdienen, aber er wird immer reicher, der Unternehmer. Braucht aber dafür andere Regionen. In dem eigenen Land ist ja sonst das Potenzial begrenzt. Oder jeder der 100, die jetzt da was Neues kaufen wollen, von dem selbst erarbeiteten, selbst hergestellten Produkt, müssen zur Bank gehen, sich wieder Geld leihen. Schulden also der Bank auch wieder Geld, das müssen sie ja zurückzahlen. Mit Zinsen? Mhm. Nein, wenn jetzt keine Zinsen da sind. Also Zinsen okay, ist ja das System sowieso krank, in dem will ich damit erklären. Mhm. Aber selbst ohne Zinsen hast du das Problem, dass sowohl der Unternehmer ja das Geld zurückzahlen muss, als auch die 100 Bewohner des Landes. Mhm. Die müssen ja auch wieder das Geld zurückzahlen. Also ist das ein ewiger Kreislauf, der nur funktionieren kann, wenn du andere hast, denen du deine Produkte verkaufen kannst in anderen Ländern. Dann hast du über den Unternehmer, den einen jetzt in dem Land, die Möglichkeit, extrem viel Geld einzunehmen. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie viel gibt er seinen Mitarbeitern, damit sie auch kaufen können. Aber er ist nicht mehr angewiesen auf Verstehe, ja. Also dieses ganze Prinzip hat schon mal in sich die Schlussfolgerung, dass du immer Länder brauchst, die du ausbeutest. Weil deine eigenen kannst du irgendwann nicht mehr ausbeuten, wenn nichts mehr da ist. Weil wenn alle hoch verschuldet sind, dann können sie auch das Produkt nicht mehr kaufen. Und du hast sie ja selbst noch angestellt. Ich habe das so klein gehalten, weil man kann jetzt sagen, ja, wir sind ja nicht 100, wir sind ja Millionen. Da gibt es ja dann den Unternehmer und die Firma und die. Und das verflechtet sich immer mehr, wird immer undurchsichtiger. Mhm. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Egal wie viel Firmen, wie viel Millionen du in deiner Bevölkerung hast, du brauchst bei diesem Handelsprinzip
brauchst du diesen Ausgleich mit anderen Ländern. Darum sind ja die ganzen anderen Drittländer so hoch verschuldet. Und jetzt kann man den Gedanken weiterspinnen und sich weiter darüber Gedanken machen. Das war nur ein Anregen, mal über das Geldsystem nachzudenken. Das gehört aber dazu, da muss man seine Denksynapsen einschalten und mal sich wirklich Gedanken machen, wie kann denn ein Geldsystem so funktionieren, dass es auf gerechter Basis läuft. Und so wie das Geldsystem im Moment installiert ist, kann es überhaupt nicht auf gerechter Basis laufen. Weil die Geldmenge wird ständig erhöht. Und wir haben ja gerade an meinem Beispiel festgestellt, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann heißt das ja, dass Kredite fließen müssen. Ja, genau. Das heißt, die Banken geben also anderen Kredite. Entweder Bevölkerungsmitglieder des jeweiligen Landes, in dem Sinne, dass sie nicht selbstständig sind, aber trotzdem Kredite aufnehmen, oder Firmen, die Kredite bekommen. Und die Firmen arbeiten dann mit Krediten. Wenn aber dann sogar diese Firmen teilweise so behandelt werden, dass sie gestützt werden mit Subventionen aus Steuergeldern, dann wird es noch perfider. Ja. Und der größte Teil der Firmen werden gestützt mit Steuergeldern. Also ist immer der Durchschnittsmensch, der Arbeitende, ist der, der das ganze System trägt. An der Stelle höre ich mal jetzt über das Geldsystem auf zu sprechen. Ja, da bin ich. Ich will nur noch eins sagen. Und da ist der wichtige Punkt, den man jetzt bitte weiterverfolgt. Damit habe ich eins zum Ausdruck gebracht. Egal, wie weit du dieses System weiter durchleuchtest, es ist immer der normale Durchschnittsbürger, der ein System trägt. Ohne diese Menschen, ohne uns, kann dieses System nicht funktionieren. Egal, wie global du das jetzt siehst, ob auf ein Land bezogen oder global auf der ganzen Welt. Wenn die Menschen also nicht verstanden haben, dass das Ganze mit ihnen fällt, steht und fällt. Wenn Menschen Angst haben, sich immer wieder die Frage zu stellen, ja, wenn ich jetzt was dagegen sage, was passiert denn dann mit mir? Was du vorhin gesagt hast, vielleicht sollte man dem Politiker nichts Schlechtes tun, indem man das so betont, wie ich es gerade gesagt hatte. Ja. Da ist ja genau das Problem. Darum läuft ja das System. Und wann soll dann der Punkt kommen, wo du sagst, ja, jetzt muss aber der Politiker die volle Wahrheit sagen. Ja, jetzt aber. Warum denn nicht schon von vornherein? Ja. Ja, und wenn das Argument kommt, ja, naja, weil er, ja, wenn er es da gesagt hätte, gar nicht so weit gekommen wäre, dann kann ich dir genauso sagen, dieses System läuft ja aus diesem Grunde immer weiter, weil es nie gesagt wird. Genau. Wenn dieses System irgendwann mal zerbrechen sollte aus anderen Gründen, dann durch eine Naturkatastrophe, die also nicht menschgemacht ist, und dann kommen auf einmal die Menschen auf die Idee, die Wahrheit zu sagen. Na, was ist denn dann? Da kannst du darauf verzichten. Im Nachhinein brauche ich das nicht mehr hören. Ich will es jetzt hören. Und wenn ich jetzt den Anspruch habe, dass ein Politiker die Wahrheit sagen soll, im vollen Umfang und nicht nur kleine Puzzleteilchen daraus pickt, dann habe ich diesen Anspruch auch mir selber zu stellen und mir selber zu sagen, dann muss ich aber auch mal die Wahrheit sagen und nicht das auf andere projizieren und sagen, er ist jetzt wieder mein Führer, er soll für mich die Wahrheit sagen. Wenn ich will, dass ein anderer die Wahrheit sagt, dann muss ich in der Lage sein, selber mit mir ins Gericht zu gehen und zu sagen, dann sag du doch bitte auch die Wahrheit, Mike. Wahrheit bedeutet in dem Fall immer das, was ich als Wahrheit interpretiere. Ich will damit nicht sagen, dass ich der absoluten Wahrheit mächtig bin. Nee, jeder hat da seine eigene Wahrheit. Ja. Aber die sollte er dann aussprechen und in Diskussion stellen. Und nur so kannst du in ein souveränes Land übergehen, kannst du in eine souveräne Kultur übergehen. Wenn Menschen den Mut haben, Klartext zu reden. So wie Jesus gesagt hat, mir ist ein Verbrecher lieber, der Klartext das sagt und tut, was er denkt, als ein Heuchler, der mir zum Munde redet, aber was ganz anderes denkt. Und wenn du in eine bessere Welt willst, glaube mir, Thomas, keiner von uns kommt in eine bessere Welt. Keiner von uns kann dahin, wenn nicht ein großer Teil der Menschheit so wach geworden ist, dass sie ihre Meinung sagen. Egal, ob mir oder dir die Meinung gefällt. Wenn das nicht geschieht, kannst du dieses ganze Theater
wir kommen in eine bessere Welt vergessen. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Egal, ja. Wer den Reset startet. Wenn sie die Leute nicht, ja, wenn die Leute gut nicht gemeinte oder von uns wieder auf der bösen Seite gedachte Menschen sind, die Regie führen, wenn der Funke nicht überspringt im Volk, in den Menschen selber, ja, halte ich auch, wieder die Vereinigung zu fühlen, miteinander, füreinander zu sein und dabei aber nicht vergisst, seine Meinung auszusprechen. Da kannst du so viel über Wahlen reden, wie du willst. Wird der Trump, kommt er nicht? Bolsonaro, wird er nicht? Putin, wird er nicht? Das ist alles nicht unwichtig im Detail nachher. Aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist bei uns. Wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen Klartext mit den Dingen, mit uns selbst, in unserem eigenen Leben umgehen. Das fängt ja im Privaten an. Authentisch sein, ja. Ja, wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinem Kind, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Bekannten? Was heuchle ich da, wo lüge ich da, wo bin ich da wirklich nicht wahrhaftig? Ja? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch auf mich selber bezogen, meine Vergangenheit, wenn ich da ein Resümee ziele, wie oft man Dinge sagt, unter dem Vorwand einen Kompromiss zu finden. Um nicht anzuecken, um jemand nicht auf den Schlips zu treten. Oder unbequem werden zu lassen. Wie man es nimmt. All diese Dinge, die sollten wir hinterfragen. Immer unter der Voraussetzung, dass wir in eine bessere Welt wollen. Wenn wir in eine bessere Welt wollen, müssen wir den Anspruch an uns selber hochstellen. Weil wenn du ihn nicht selber an dir hochstellst, wie kannst du denn den Anspruch an einen anderen hochstellen? Ja. Kannst du nicht machen. Wieso kann ich sagen, ja, Trump oder Putin oder wer auch immer, der wird mich in eine bessere Welt führen? Vielleicht will er das ja. Aber vielleicht hat er ja gar nicht die entscheidenden Mittel. Vielleicht fehlt es an der einen oder anderen Sache. Oder er hat vielleicht eine Vorstellung, die doch nicht mit meiner parallel läuft. Also, wen auch immer ich jetzt aus diesem ganzen Protagonistengewirr, was uns hier zur Verfügung steht, raushebe und versuche, auf den Podest zu stellen oder auch nicht, ist doch nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, was passiert in mir selbst. Habe ich in den letzten 24 Monaten angefangen, mehr zu verstehen? Habe ich mehr hinterfragt? Habe ich mir selber mal Gedanken gemacht über das Geldsystem? Habe ich mir selber mal Gedanken gemacht über die Steuern? Wie viel Geld überhaupt im Umlauf ist von Steuerzahlern und was passiert da? Alles das sind nur Eckpunkte, von denen ich jetzt spreche. Ich könnte noch viele andere dazu tun, aber es würde das Gespräch sprengen. Ja? Also das biete ich jedem Zuschauer, Zuhörer an, sich selber damit zu befassen. Und wie immer sage ich an der Stelle auch, ich betone es an der Stelle, man kann als freier Mensch alles ablehnen. Auch alles, was ich gerade gesagt habe. Es geht mir nicht darum, Bestätigung zu bekommen. Es geht mir nur darum, anzuregen, die Dinge zu durchleuchten und dann zu sagen, stell dir wirklich vor Augen, dass du in dieser Welt ja lebst. Und jede Minute deines Lebens, von jetzt an und weitergedacht, willst du doch so gut wie möglich in einer Welt leben, wo du dich wohlfühlst. Und wo du nicht jeden Morgen aufwachst und dich wieder mit den Dingen plagst, die dich schon gestern geplagt haben und wo vielleicht noch neue Plagen dazukommen. Also, wenn dir dann klar wird, dass du diese Plagen nie loswirst, wenn du nicht selber daran arbeitest, dann nimmt dir keiner ab. Ja, ja, genau. Das funktioniert. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Argumente, die ich auch kenne und die auch wahrscheinlich in Kommentaren dabei sein könnten bei diesem Video, die willkommen sind, ja, egal in welcher Form, solange sie nicht unter die Gürtellinie gehen. Da werden Leute sagen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann doch hier nicht die Politiker von der Bühne fegen und ich kann doch da nicht, ich kann da nicht. Ich kenne diese Argumente. Die Argumente spiele ich in meinem Kopf selber durch. Ich weiß auch, dass mir gewisse Dinge nicht möglich sind. Dass ich gewisse Dinge nicht umsetzen kann, jedenfalls nicht jetzt. Ja, aber ja. Trotzdem gibt es immer wieder den und den und den Aspekt, den ich umsetzen kann und den ich auch umsetze. So wie du Dinge umsetzt, so wie du deine Dinge versuchst umzusetzen. Ja, trotzdem, wichtig ist da schon der Zusatz von dir, nicht jetzt,
Weil du kannst es ja geistig vorbereiten. Du kannst ja, das hängt doch sowieso im Geiste an, Thomas. Ja, alles, ja. Alles, also was, musstest wir, alles was wir machen, ist das, dass es in dir beginnt. Es fängt da an, genau. Das sage ich ja jedes Mal. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich es dabei belasse. Das heißt nicht, dass ich sage, ich sitze jetzt jeden Tag und stelle mir eine schöne Welt vor. Und dann in 24 Jahren habe ich die schöne Welt, weil ich sie mir jeden Tag vorstelle. Nicht? Das wäre ja schön. Das wäre ja, aber auch ein bisschen lange. Wenn es ja, 24 ja, Stunden wären, ja, würde ich damit ja d'accord sein. Ja? Aber es fängt natürlich mit den Gedanken an. Damit fängt alles an. Aber dann müssen dem Gedanken die Taten folgen. Und jeder Gedanke, den ich jetzt denke, den kann ich auch gleich in die Tat umsetzen. Richtig, ja. Aber es gibt Details, die ich schon umsetzen kann. In vielerlei Hinsicht. Das ist das, wo jeder seine eigene Berufung finden kann, draus entnehmen kann. Was tue ich in dem Fall? Was tust du in dem Fall? Wir tun ja nicht beide das Gleiche. Wir tun teilweise Dinge, die sich angleichen, aber wir tun trotzdem nicht das Gleiche. Was tut ein Claudius zum Beispiel oder der oder der oder der? Und Dinge, Menschen, die jetzt hier innerhalb des Salonsgesprächs den Zuschauern nicht bekannt sind. Diese Menschen tun auch alle etwas in ihrem Privaten, wo auch immer, und engagieren sich für Dinge. Und wenn es nur der Punkt ist zu sagen, ich suche mir andere Freunde, ich verbinde mich mit anderen Menschen. Alleine das stärkt und motiviert, weil dann der eine Gedanke mit dem anderen Gedanken korrespondiert, daraus entwickelt sich eine Idee, dann bist du eine Gemeinschaft und dann hast du schon eine ganz andere Stärke. Was immer dann an Ideen auch kommt, so wie jetzt hier Seminare möglich vielleicht für uns sogar sind außerhalb von Berlin. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht nicht über das Seminar. Es geht nur darum, dass die Dinge sich dann langsam entwickeln und Menschen zueinander führen. Das ist eine wesentliche Message, Aussage, die ich nochmal nach außen tragen möchte. Dass wir uns nicht so sehr von den Ereignissen, die da draußen passieren, fokussiert drauf stürzen und dann von anderen vielleicht sogar noch glauben, ja, das ist alles toll, die Popcorn-Tüte und das Hinsetzen und warte mal. Das stelle ich in Frage. Wenn denn jemand da ist und sagt, ich will die Popcorn-Tüte trotzdem und ich bleib mal lieber sitzen, dann macht er das. Das ist nicht von mir, ich bin nicht derjenige, der darüber bestimmt, aber das muss jeder entscheiden. Das Anregen, darüber nachzudenken, ist der erste Schritt, sich diesem ganzen System bewusst zu werden. Wenn du dir dem System, das ist die Voraussetzung, ja. Wenn ja, du dir dem System nicht bewusst bist, wenn du nicht weißt, dass du kontinuierlich ausgebeutet wirst, egal was du machst, du wirst dabei ausgebeutet. Oder du musst wirklich dann so ähnlich agieren wie die, die uns kontrollieren, im kleineren Rahmen, dann sagst du dir, ist mir doch egal, ich hole das Beste raus, was möglich ist. Dann wirst du selber zum Betrüger und zum Lügner. Dann beutest du selber andere aus. Das passiert dann in dem System, sonst kommst du nicht voran. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Ein Unternehmer, der seine Mitarbeiter nicht proportional am Ergebnis beteiligt, der nur einen Stundenlohn zahlt, hat in der neuen Welt für mich nichts zu suchen. Wenn wir in eine neue Welt kommen, muss es anders laufen. Da kann es nicht sein, dass ein Unternehmer im Verhältnis so und so viel mehr verdient als die, die daran beteiligt sind. Er kann ja mehr verdienen. Das geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass es nicht Menschen gibt, die auf Grundlage ihrer Leistung und ihres Inputs, unternehmerischen Mutes und so weiter, auch einen Anteil haben zu sagen, komm, dafür habe ich jetzt auch hier meinen Teil geliefert, da mehr dran zu haben. Aber trotzdem muss ein proportionales Verhältnis sein und nicht dieses Dissverhältnis, was wir in dieser Welt haben. Es gibt ja immer wieder Ausnahmen. Es gibt ja Unternehmer, die so ähnlich agieren, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist doch aber der verschwindende Teil, nicht mal unter dem Fingernagel sichtbar. So, aber das ist der Weg in eine neue Welt. Naja, interessanterweise gibt es ein Umzugsunternehmen hier in Berlin, schon sehr lange, der so ein Modell entwickelt hat, mit Belegschaft, also wirklich Beteiligung an der Belegschaft. Gibt es doch einige, Thomas. Aber das wird ihnen auch extrem schwer gemacht. Wir wissen auch warum. Ja, das ist ja nicht aber gewollt. Das ist doch klar. Das sind doch die Dinge, von denen ich spreche. Naja, ich meine nur als Beispiel. Denen werden sogar noch Steine in den Weg gelegt. Genau, das ist nicht gewollt. Ja, und da, man kann ja schon fast sagen, was nicht gewollt ist, ist gut für uns. Ein Steuersystem. Ja, gut, darüber wollen wir nicht reden. Ja.
mit einer Steuererklärung, die keiner mehr durchschaut, wo selbst Steuerberater sich die Haare raufen und sagen, jedes Jahr kommen da irgendwelche neuen Geschichten dazu. Das ist doch gewollt. Guck mal, du hast doch, wenn du dieses System kontrollierst, hast du doch alleine schon mit allen Steuerberatern, hast du doch einen Job installiert. Ganz genau. Wo du die Leute abhängig machst, dass es die Steuern gibt, weil der verdient ja sein Geld daran. Juristen, ein ganzes Heer. Die gesamten Gesetze, damit hast du doch ein Heer an Menschen, die weiter in dem System bleiben. Das tragen, ja, davon leben, Interesse haben, dass es weiter so geht. Ja. Genau, genau, die verdienen doch gut dabei. Ja. Ärzte, die dann wieder diesen Konzepten folgen müssen, das ist doch das System. Ich will noch mal ein bisschen in die, zum Abschluss vielleicht, in die Geschichte gehen, was so alles geschehen kann, was ich sagte, ja, dass wir auch von denen, die uns nichts Gutes wollen, nicht optisch gesehen in eine Welt geführt werden können, die auf Chaos und auf Irrsinn weiter basiert. Weil dafür sind schon zu viele wach. Ist das funktioniert nicht. Zu unattraktiv, ja. Das hatte ich schon mehrmals gesagt. Eine Klaus-Schwab-Geschichte ist nur ein Problem für uns, wenn wir glauben, dass das von denen geplant ist. Das ist nicht geplant, jedenfalls nicht so, wie es vorgetragen ist. Sondern es ist nur dafür da, uns nachher in eine Honigfalle zu holen, weil wir sagen, ach, das kommt ja jetzt doch nicht. Und dann glauben wir, jetzt ist alles toll. Ich habe doch gesagt, diese Transformation zu einem Menschen, der sich fast nur noch mit der Technik identifiziert, was ja gewollt ist auch in den Transhumanismus von Schwab, aber nicht mit der Idee, dass die Polizei kommt und dich mit irgendeinem Chip impft oder das Militär dich in irgendwelche Zwangshaft holt und das zwangsweise gibt, sondern das muss freiwillig passieren. Du weißt, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Jetzt ist ein schönes Bild, das ich dir gesagt habe, ja, stell dir mal vor, du gehst da freiwillig rein, weil es einfach attraktiv ist, weil du dich ständig in der Computerwelt aufhältst und Dinge tun kannst, die du in deinem realen Leben gar nicht mehr tun kannst. Kannst du dich erinnern? Mhm. Das habe ich als Science Fiction gesagt, dass es irgendwann so weit geht, dass man sich vielleicht nachher nur noch über eine Möglichkeit der Synapsenverbindung in dein zentralen Nervensystem mit dem Computer verbindest und dann praktisch drin bist. Alles fühlst, schmeckst, riechst, anfasst und wirklich glaubst, du bist in dieser Welt. Dein Körper bewegt sich in einer realen Welt. Du denkst auch, und es wird gehört quasi, deine Gedanken. Alle Nervensysteme in deinem Nervensystem, in deinem hinteren Kortex sind praktisch mit dem Computer verbunden. Du siehst deine Finger, ja, das siehst du jetzt schon in bestimmten Computerspielen. Da kannst du so eine Brille aufsetzen, da siehst du deine Finger. Noch spürst du aber, wenn du hier rauf fährst, spürst du nicht, das, wenn du es im Computer machst. Wenn das aber über dein Nervensystem läuft, dann auch, dass du das dann hier... Dann spürst du das, die Nerven, alles das, Geruchssinn, Geschmackssinn, alles das kann man dir dann simulieren, über die Technik simulieren. Quasi, ja. Fortgeschrittene Techniken werden das mit Sicherheit können. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt wirklich schon sind. Aber sie sind anscheinend nicht so weit. Aber worauf ich hinaus will, das hatte ich letztens in dem Video schon öfter mal besprochen, erinnerst du dich? Und jetzt ist mir klar geworden, dieses Konzept ist auch in Meta genau erkennbar. Facebook. Ja. Facebook macht Werbung im Fernsehen, auf NTV und anderen Sendern. Werbung für Meta. Facebook selber ist doch ein Werbeträger. Wenn Facebook so und so viele Millionen oder Milliarden User hat, dann mache ich doch keine Werbung im Fernsehen, oder? Brauche ich dir recht, ja. Eher umgekehrt, dass ein Fernseher bei mir, genau, ein Fernsehsender bei mir, genau, Werbung macht. Aber sie machen sogar Werbung dafür. Meta, hast du dich mal damit beschäftigt, ist das Konzept genau, dass du dann über die Möglichkeit von Facebook dich einloggst und visuell Dinge zum Beispiel erlernen kannst. Du bringst dich visuell in die Geschichte ein, siehst dann, weiß ich nicht, die Geschichte von Caesar und lernst dabei Geschichte, so verkauft man das. Oder du willst Arzt studieren und lernst dann, wie man Operationen durchführt und. Das sind in den Werbespots schon klare... Haben noch nie gesehen, aber gut. Schon klare Aussagen, die ja auch in dem Spot schon so dargestellt ist, dass es relativ realistisch aussieht. Weil es klar ist, ja wie ein Film, den du drehst.
Ob sie das technisch heute schon umsetzen können, in der Form, bin ich im Zweifel. Aber da soll es hinlaufen. Jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Mega-Plattform wie Facebook, die sich immer noch weiter erweitern würde, und bietest dann den User an, dass er über die entsprechende Software, über Hardware, sich in das System einklingt. Dann bist du in einer virtuellen Welt. Genau das ist das Prinzip. Die Matrix. Das ist das Prinzip. Mhm. Aber nicht unter Zwang. Klar. So ähnlich wie so manche andere Sachen, da wollte ich jetzt nicht konkreter werden, aber es ist immer wieder dieses Muster. Hast du vollkommen recht, das ist, finde ich vollkommen logisch, dass es gewollt werden muss. Genau. Ja. Mhm. Und das Basisprinzip hatte ich erklärt, bevor ich überhaupt verstanden hatte, was Meta bedeutet, weil ich habe es bei Meta gesehen, bei Facebook, dass der sich jetzt umnennt. Mutterkonzern, ja. Von ja, allem, und dass da auch irgendeine Idee hintersteckt, aber die war mir nicht klar, nicht zu der Zeit, als wir diese Videos gemacht haben. Jetzt erst, vor einiger Zeit, habe ich das mitbekommen, was da geschieht, weil Facebook auch jetzt angekündigt hat, 11.000 Mitarbeiter zu generieren. Wollte gerade darauf zu sprechen kommen, aber das ist... Und bestimmte Bereiche erhöhen will und andere runter reduziert. Und gleichzeitig dabei aber Meta extrem bewirbt. Mhm, mh. Weil das war seine Ankündigung, dass das die umstürzende Idee ist für die nächste Generation. Also sehen wir doch Ansätze. Da war ich doch mit meiner Basisidee gar nicht so weit weg, ohne dass ich das wusste. Mhm. An solchen Dingen kannst du das erkennen. Da ist also im Hintergrund schon längst, sind da Dinge vorbereitet. Ja. Jetzt hat aber Facebook das Problem, dass das alles nicht so läuft, wie sie gerne würden. Auch das ganze Meta-Konstrukt, was sie davor hatten, hat noch nicht die Qualität, dass der User das wirklich annimmt. Ihnen fehlt also die Hard- und die Software scheinbar. Also sind sie nicht so weit, wie sie eigentlich sein wollten. Richtig, da ist noch kein Interesse geweckt worden. Und das ist auch umgekehrt bei all den Dingen, die wir gerade in der Welt erleben. Das ist, stützt wieder meine These, dass diese ganze korrupte Elite, die da im Hintergrund an den Fäden rumzieht, ein Zeitproblem haben. Sie sind in der Zeit nicht so weit fortgeschritten, wie sie es hätten sein müssen. Die Dinge, die sie versucht haben, Chemtrails etc., all diese Dinge, die sie uns hier ins Essen tun, in die Nahrungskette, all das hat nicht die Wirkung gezeigt und ihre Technologie scheint auch nicht auf dem Stand zu sein. Dabei will ich nochmal Folgendes sagen. Wenn Menschen glauben, dass es da ein Looking Glass gibt, dann sollte man sich besser überlegen, dass Menschen, die wirklich Dinge vorhersagen können, aus der Politik, aus diesen Bereichen, aus diesen sogenannten Eliten. Die können nichts vorhersehen. Die können aber, wenn sie einen Plan haben, Dinge aus dem Plan schon vorhersagen. Wenn ich weiß, dass ich an 9/11 das und das vorhabe, dann weiß ich auch, was danach kommt. Weiß das schon drei Jahre vorher, dann kann ich es auch schon vorher ankündigen. Und dann kann ich auch Dinge, die danach kommen, schon ankündigen, weil ich weiß, die werden danach kommen, weil ich weiß, das wird geschehen. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen, ich habe Looking Glass, ich habe die Technik. Mm-hmm, mm-hmm. Darum sei mega skeptisch. Wenn Menschen weit voraussehen können, mag es solche Menschen ja mal geben, den einen oder anderen. Aber das, was wir im Mainstream und von diesen sogenannten Eliten hören, das sind Pläne, die schon vorher feststehen. Und die sie teilweise schaffen abzuarbeiten und teilweise eben auch nicht schaffen abzuarbeiten. Das ist ja auch ein bezeichnendes, sagen wir mal, Argument, dass man sich mal überlegt, 9/11, okay, wird einmal im Englischen aus unserer Sicht rückwärts und in uns aus unserer Sicht vorwärts. Also da ist der Monat und bei uns ist es der Tag anstelle des Monats. Ne? Aber trotzdem, 9/11 ist der Fall der Mauer, der 9.11. 9/11, wenn wir das jetzt aus deutscher Sicht sehen. Die Wahl war jetzt 9/11. Mhm. Ja, aus unserer Sicht gesehen. Und aus amerikanischer Sicht gesehen ist es natürlich umgekehrt. Aber trotzdem ist es so geschrieben. So steht's geschrieben, sagt der Herr. Mhm. So steht's geschrieben. Oder wie der alte Ägypter sagte, so wurde es gesagt, so soll es geschrieben stehen. Ja, noch besser. So ist es dann in Wirklichkeit. Ich habe es gesagt, so soll es geschrieben stehen. Ja.
So, und natürlich das Ereignis 9-11. Das eigentliche Ereignis. Ist ja schon ganz lustig mit diesen Zahlen. Ja, ja. Ne? So, bleibt trotzdem abzuwarten. Das sind alles jetzt nur mal so kleine Schnapperchen hinten dran, wo man sich wieder fragen kann, aha, sind da nicht doch Pläne hinter? Wobei, also ganz konkret, das Zahlenspiel finde ich jetzt wirklich, das kann ich auch für mich annehmen, aber es gibt natürlich, sage ich auch an euch, liebe Zuschauer, also für mich zumindest so manche Sachen, wo ich sage, okay, also wenn wir jetzt mit Quersumme und dann gibst du die Zahl nach vorne und dann ergibt es das und das. Ja, hin und her. Aber ich will damit nicht die Numerologie in Diskretion bringen, weil da steckt eine Menge Wahrheit hinter, wenn man es verstanden hat. Auch diese Quersummengeschichten, die haben schon eine ja, Relevanz. Aber wenn es dann irgendwie zu hart wird. Aber man kann sich mit allem ausspinnen. Ja. Man kann in allen Dingen zu viel rein- oder rausinterpretieren. Nein, nein, ich wollte nur noch mal darauf eingehen, dass so gewisse Visionen, die bei uns hier im Gespräch mal angeregt werden zum Nachdenken, sich dann an anderer Stelle, wie zum Beispiel jetzt dieses Meta-Beispiel von Facebook, doch wieder darstellen. Dass also das da ein Plan ist, genau in diese Richtung hinzutendieren. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, der früheren, aber auch der älteren Geschichte, dann kann man feststellen, dass Probleme immer erschafft werden von denen, die sie nachher scheinbar lösen. Sie müssen uns also immer erstmal ein Problem offerieren, damit sie sich danach als die Helden darstellen. Mhm. Und was kann ich denn Besseres machen, als wenn ich ein System den Bach runterfahren lasse, ein Weltwirtschaftssystem vernichte und danach als Retter komme? Dann kann ich natürlich nicht den hinstellen, der das Weltwirtschaftssystem in den Keller gefahren hat. Mhm. Also mit Sicherheit nicht die Protagonisten, die wir im Moment sehen, die dafür ja zuständig sind, dass das geschieht. Wird schwierig, ja. Das ist Kollateralschaden für die. Die werden die sind dann weg. Die werden dann entsorgt auf die eine oder andere Art. Sei es durch ein Gerichtsverfahren oder durch fingierte Geschichten, werden einfach aus dem Spiel genommen. Aber der dann dasteht oder die denn dastehen, egal, die müssen doch diejenigen sein, die uns aus der Misere rausholen. Wir sagen, oh Gott sei Dank. Ja. Und das ist dann sowohl möglich, dass es wirklich die Gute oder die Guten sind oder eben auch nicht. Aber da ist dann wieder die Frage, hast du dich selber hinterfragt? Bist du selber in der Lage, das zu durchschauen? Oder bist du nicht in der Lage und lässt dich in die nächste Geschichte reintrullern? Da bist du immer an dem Punkt. Ist ein Motiv immer wieder, liebe Zuschauer, von unseren Salongesprächen. Ja, das ist... Ich denke auch wirklich, das ist auch berechtigt, ja, mit dieser, was kommt danach, von wem kommt es und was ist es, ja. Und ich meine, ich bin da auch dahingehend, um es zum Abschluss zu sagen, auch ein bisschen vorsichtig, weil man ist natürlich auch sensibilisiert, also ich bin es zumindest, dass man sagt, ja gut, es ist eigentlich nur ein anderer, der uns jetzt irgendwas erzählt. Ja. Ich will aber keinen, der mir was erzählt. Ja, oder der mich führt. Ja, oder der mir sagt, so machen wir es jetzt. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Wenn da jemand ist, der etwas sagt, wo du wirklich aus deinem Inneren heraus sagst, okay, jetzt hat er das gesagt, was ich auch sagen würde. Genau. Das ist ja gut. Okay, ja. Wenn du dich aber zurücklädst und sagst, naja, lass den mal erzählen, der hat hier ein paar ganze Sachen ganz gut gemacht, das wird schon der Richtige sein. Dann bist du in der Gefahrenskette drin. Das ist gut differenziert, ja. Dass du dich dann doch wieder irgendwo mitschleifen lässt. Genau, mitschleifen ist eine gute Beschreibung, ja, genau. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es Menschen gibt, die Aufgaben übernehmen, die sie vielleicht sogar besser hinbekommen würden als ich in dem Moment, dass ich dann sage, okay, dann mach es gerne, weil du machst es gut. Dann wird es besser gemacht, ja. Vielleicht will ich es auch gar nicht, weil es mir zu kompliziert ist oder weil es nicht meinem Gefühl liegt. Ja. Dann bin ich ja froh, wenn Menschen da sind. Aber es muss eben immer der Moment da sein, wo du das hinterfragst und sagst, gebe ich das jetzt nur aus der Hand, weil ich es nicht will, weil es mir zu anstrengend ist? Oder gebe ich es aus der Hand, weil ich merke, der macht einen guten Job? Das ist doch das, was sich jeder Mensch schon seit Jahrzehnten nehmen wir mal nur Deutschland, aber das kannst du weltweit sagen. Aber allein Deutschland kann sich doch jeder Bürger oder jeder Mensch, der in diesem Land als Bürger bezeichnet lebt,
der könnte sich doch jeden Tag fragen, ist der, der da gerade den Job für mich macht in der Politik, weil der soll ja für uns, für denjenigen den Job machen. Ist doch klar, ne? Den Job für uns machen. Anstelle, dass wir da stehen, steht der genau. da gewählt. Er kümmert sich. Ja. Dann fragst du dich doch, macht er das gut? Wenn du einen Gärtner hast, dann guckst du dir doch deinen Garten an und fragst dich, hat der Gärtner den Job gut gemacht oder wartest du, bis der Garten so im Eimer ist, dass du sagst, aber der Gärtner war anscheinend doch nicht so gut. Ja, klar sagst du das nicht, wartest nicht ab. Ja. So, aber warum warten denn die Menschen ja. die ganze Zeit darauf, dass die Politik irgendwas verbessert, wenn der Garten ständig versaut mhm. wird? Immer schlimmer wird. Ja. Immer verwilderter, immer ungepflegter, ja genau. Und das ist doch der Fall. Total, richtig. So, das ja. ist doch erkennbar. Ja. Also, dann siehst du doch, dass wir Menschen, wenn wir uns jetzt mal als Allgemeinheit bezeichnen, dann füge ich mich natürlich mit ein, dass wir scheinbar in einem Tiefschlaf durch diese Welt laufen. Vielleicht jetzt nicht mehr, viele von uns, aber doch die ganze Zeit der größte Teil gelaufen ist. Natürlich gab es schon zu jeder Zeit Menschen, da wo ich noch im Tiefschlaf war, die schon wach waren, klar. Aber nicht in der signifikanten Anzahl, sondern die meisten sind im Tiefschlaf. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist Jurist und der lebt aus meiner Sicht angenehmes Leben. Ja? Der macht seinen Job wirklich gerne. Der hat sich spezialisiert, hat zu mir gesagt, Mike, warum soll ich hier 1000 Fälle annehmen, wo ich dann vielleicht den einen oder anderen nur einmal im Jahr habe. Da habe ich ja wenig Erfahrung. Ich spezialisiere mich, dann habe ich viel Erfahrung. Das ist eine clevere Sache. So, und der steht jeden Morgen auf in der Basis und freut sich schon, seinen Job zu machen. Klar hat er mal das eine oder andere Problem, wo er sagt, oh, das nervt jetzt aber. Klar, es gehört dazu. Aber er hat sich auf die Dinge, die er wirklich kann, spezialisiert und macht die. Und freut sich jeden Tag, diesen Job zu machen. Andere sagen zu ihm, warum kommst du nicht mal am Wochenende hier zum Essen? Dann sitzt er noch im Büro, macht das und das. Da mag man die eine oder andere Meinung zu haben, aber er macht es aus Freude. Er entscheidet es ja für sich, ja, ja. Das ist doch ein entscheidender Punkt. Der hat aber noch nicht angefangen, das System zu hinterfragen, obwohl er intelligent genug wäre. Warum? Weil er in dem Job, den er macht, davon lebt. Einerseits davon lebt, aber er macht diesen Job auch gerne. Ja, okay, das ist natürlich doppelt bitter. Ja, er macht wenn man so will. Er macht diesen Job auch gerne und sagt sich, warum soll ich denn hier was ändern? Ist doch alles toll. Ja. Das kann man auch verstehen. Bis zum gewissen Grad kann genau, man es verstehen. Ja. Er hat eben noch nicht die Souveränität in sich erlangt, wirklich weiterzudenken. Vielleicht an seine Kinder, die jetzt noch jung sind, wie die in 10 oder 20 Jahren leben, weil er sich nicht genügend mit den Dingen außen um sich herum beschäftigt, weil er zu sehr in seiner Spezialität drin ist. Da kannst du dich also auch, das wollte ich als Beispiel sagen, drin verfangen. Verlieren, ja. Ist kein schlechter quasi. Mensch deswegen. Ja. Aber sondern er ist in einem Schachtelsystem. Ja, in einer Blase und hat gar nicht... Und nicht wie ein anderer, der im Hamsterrad sitzt, der jeden Tag nur daran denkt, ach, ich muss wieder zur Arbeit, ach, ich muss wieder zur Arbeit. Aber macht das, damit er seine Schulden bezahlen kann, damit er seine Familie ernähren kann und so weiter. Das ist eine andere Art von Hamsterrad. Das ist nicht unbedingt sein Spezialgebiet, was derjenige da macht, sondern es ist etwas... was er aus welchem Grund auch immer glaubt, machen zu müssen, weil er keine anderen Möglichkeiten sieht. Finde ich einen interessanten Ansatz, dass man, wie gesagt, auch aus so einer Position wie dein Bekannter, dessen Grund sein kann, oder der Grund ist, er hat gar keinen Grund aufzuwachen, wenn man so will. Bis zu einem gewissen Grad. Aus seiner Sicht, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ja. Das ist nicht, dass ich jetzt dahinter stehe und sage, ja, das ist absolut der richtige Weg. Natürlich ist es nicht der absolut richtige Weg, weil er nicht offen genug ist. Ja, ja. Er öffnet sich nicht. Er ist wirklich in diesem Ding gefangen. Das heißt nicht, dass er vielleicht in einem Jahr wieder aus diesem System langsam erwacht. Naja, Moment, da komme ich aber nochmal ganz kurz zum Schluss. Wir sind gleich fertig, liebe Zuschauer. Dann komme ich aber wieder darauf zurück, dass genau dieses Gefühl, um Gottes Willen, ich will deinem Bekannten nicht zu nahe treten, aber genau das, es würde helfen, sage ich mal, wenn genau diese Komfortzone den Leuten entzogen wird.
So ist es. Auf der einen Seite ist dieses Kaputttreten des Systems auch wieder etwas, was zum Positiven führen kann. Das sage ich ja die ganze Zeit. Ja, genau. Mhm. Darum bin ich ja in der Art und Weise, wie ich es interpretiere, insoweit vorsichtig, dass ich sage, den Regisseur kenne ich noch nicht. In beiden Fällen kann es gut sein. Das, was geschieht, kann sowohl für denjenigen gut sein, der uns in die Honigfalle holt, als derjenige, der uns wirklich in die gute Richtung ziehen möchte. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Das ist das Relative an dem Ganzen. Da kann ich wieder nur Faust zitieren. Ich bin Teil jener Kraft, die stets das Böse will, doch dann das Gute schafft. Wir leben in der Welt der Polarität. Mhm. Und dann kommen wir wieder zum spirituellen Aspekt, wo es heißt, der Geist braucht in einer 3D-Welt, in der wir leben, das Böse genauso, um das Gute zu erfahren, wie das Gute, um das Böse zu definieren. Man kann auch erkennen, ja. Erfahren, erkennen ist alles auf der gleichen Ebene, ist nur ein anderes Wort. Aber das Prinzip muss klar sein. Und das Böse kann also darum immer wieder zum Guten führen. Du hast in dem Moment, wo hier das Böse ist, auf der anderen Seite schon das Gute. Und hier, wo du das Gute hast, hast du auf der anderen Seite schon das Böse. Auf welchem Weg der Skala du dich befindest, das ist dein Bewusstsein geschuldet. Du musst auf diesem Weg der Skala möglichst immer weiter hier liegt rüber an dir, und von hier weg. Genau. Oder du gehst immer weiter hier und von da weg. Dann wirst du proportional andere Erfahrungen machen. Und so ist das immer im Leben. Wenn die eine Tür zugeht, ist schon längst eine andere Tür offen. Und nicht nur eine. Diese Erkenntnis muss man aber erfahren. Die ist wunderbar, die Erkenntnis. Aber die Erkenntnis muss man erfahren. Es bringt nichts, wenn richtig. Ich sie nur sage. Habe ich auch gemacht. Und das war eine tolle Erfahrung. Ja, ich meine das. Es bringt nichts, wenn man nur darüber spricht. Richtig, ja. Man muss die Erfahrung liebe Zuschauer, machen. In meinem Fall, ich kann nur für mich sprechen, stimmt bei mir auch der Spruch. Ja. Ich hatte auch Dinge, wo ich gesagt habe, warum muss mir jetzt ausgerechnet so ein Missgeschick widerfahren? Und dann sieht man im Rückgang, Moment mal, aber das war die Voraussetzungen dafür, das dass ich dahin aber, geschaut habe. Das siehst du habe. Aber erst im Rückgang. Erst im Rückblick, ja, genau. In dem Moment, wo es geschieht, hast du eine völlig andere Perspektive. Warte, ganz kurz, bevor wir jetzt den Sendeschluss machen. Das sind Erkenntnisse aus meiner Sicht, die Menschen wirklich, eigentlich sollten solche Sachen schon am Anfang unseres Gespräches da sein, ja, weil es ein Motivationsaspekt ist, dass man wirklich in sich wieder zurückkehrt und sagt, es gibt eine viel größere Kraft als nur diese physische 3D-Welt, als nur dieser physische Körper. Da gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die weit über diesen Gesetzen dieser menschgemachten Welt verschwindet fast unbedeutend dagegen. Ja, aber sie ist nun mal da. Und diese niederen Gesetze kannst du durch höheren Gesetzen umgehen. Du gehst also praktisch diesen ganzen niederen Dingen, die dich da in die Klammer ziehen, die umschiffst du mit den höheren Gesetzen. Aber dazu brauchst du die Einstellung, die Motivation. Es bringt nichts, darüber zu sprechen und in dir drin immer noch den Groll zu spüren. Den einen oder anderen. Den ich auch habe, gebe ich ganz offen zu. Ja. Den einen oder anderen zu beschimpfen. Daran muss ich noch arbeiten. Ja, das heißt ja nicht gleich den anderen lieben, nur weil das jetzt heißt, dass er Gräuel ist. Nein. Aber neutraler werden, ohne dabei zu verheimlichen, was geschieht. Weil ich habe es ja letztens auch immer wieder betont, Ursache und Wirkung lässt keinen frei. Macht keine Verträge und keine Gefangenen. Ursache und Wirkung ist ein naturgegebenes Gottesgesetz, dem kann man sich nicht entziehen. Und darum hat jeder sein Bündel Verantwortung. Wenn man dieses Bündel als Schuld oder positiv gesehen als Freude oder als gut bezeichnet, dieses Bündel, ist relativ. Aber jeder hat sein Bündel. Und das ist die Eigenverantwortung. Wir können uns der Eigenverantwortung nur insoweit entziehen, indem wir in unserer Illusion glauben, das lehne ich ab. Ich bin daran nicht schuld. Das kann ich ja sagen. Ich kann ein Haus in die Luft jagen und sage danach, das war ich nicht. Es war ein anderer.
Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Mhm. Und es ändert nichts an dem Prinzip Ursache-Wirkung. Es kommt zu mir zurück. Ich kann machen, was ich will. Das kannst du nicht verhindern. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen quasi. Ja, genau. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir uns verabschieden, in der Beschreibung noch der Hinweis zum Buch von Mike Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und ich werde auch die Website nochmal kontaktieren. Genau, legen wir auch nochmal in die Beschreibung Kontakt aufnehmen kann für ein Seminar. Falls da mal Interesse oder eine Anfrage gemacht werden will. Ja, Mike, vielen Dank. Wieder mal, nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder. Ein kleiner Insider, wir haben heute noch ein Gans, St. Martins Gans essen. Ja, die Zuschauer nicht denken, wir nehmen, hungern. Weiß ich nicht. Eine vegetarische Gans. Ja, genau. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus nachher, danke euch. Thomas, in dem Sinne danke ich dir. Hat mich wieder sehr gefreut. Mir auch, mich auch. Und liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.